So. Wie sieht's denn aus? Packen wir mal die ganzen Holzgeschichten mal hier rein. Den Stein auch. So, wenn wir jetzt in den Nether nochmal gehen und dieses Portal dort anbinden wollen. Da brauchen wir auf jeden Fall unsere Potion hier. Brauchen wir eben hier dieses Bronzeschwert auch mal wieder auf die Leiste packen. Hier das Eisenschwert kann ja mal eben weg. Die Rose Gold Spitzhacke lassen wir auch mal eben hier. Wir haben ja noch die Diamantrüstung genau angelegt. Das Kobalt Binding kann ja auch mal eben hier wieder zu den Sachen hier. So, dann haben wir hier noch den Excavator, die Pumpkins, Sand haben wir hier noch. Zu essen haben wir. So, ich pack noch mal ein bisschen was von dem Holz noch mal weg hier. Die Erde, den Sand, die Wolle, die würde ich auch ganz gerne mal eben da lassen. So, die Pumpkins brauchen wir eigentlich auch gerade nicht. So, die hatten wir hier. Den Dripstone brauchen wir auch gerade nicht. So, ich packe jetzt hier in diesen Rucksack einfach mal nur mal so Werkzeuge. Das Campfire braucht man eigentlich auch gerade gar nicht, ne? So, der ist leer. Die Hacke, die lassen wir mal. Immer noch eine Potion of Water Breathing. So ein bisschen Holz haben wir, ein bisschen Eisen haben wir, ein bisschen Kohle, die Potion, die Skies packen wir mal in den Rucksack und eine Schaufel packen wir uns nochmal in hier, den Sledgehammer. Okay. Da würde ich nämlich sagen, dass wir uns da im Nether auch mal so ein paar von den Cobbles auch mal einschmelzen und das so ein bisschen teilautomatisieren. Trichter hatte ich, glaube ich, noch, ne? Ah ne, das war die Presse. Dass wir uns hier mal so einen Trichter mal eben bauen, hier zwei Stück. So, von den Kisten haben wir zwei. Und dann nehmen wir uns nochmal eine Handvoll Eimer mit.
Aber dafür haben wir das Eisen ja am Ende auch, ne? Dann haben wir mal so 3 Eimer. Und nehmen uns hier mal so ein paar Cobbles mit. Mal so 8 Stacks. Und gucken mal, wie das da so hinhaut hier mit dem Portal. Na? So, dass wir das dann auch mal finden. Da sind wir auch schon wieder. Hier liegt ja auch noch ein bisschen was in der Kiste. Pfeile haben wir noch, Tür. Ein bisschen Baumaterial, ja, noch ein Helm und so. Hier ist noch Redstone. So, die Fortune-Spitzhacke habe ich jetzt noch nicht mit dabei. So, das heißt, da hatten wir uns jetzt hier durchgegraben und waren im Prinzip eigentlich viel zu weit. Weil ich meine, dass das nämlich hier in dem Bereich war, also wo wir eigentlich jetzt schon stehen, dass wir uns jetzt hier zur Seite graben. Dass das im Prinzip eigentlich irgendwo hier stehen müsste, das Portal. So, ich probiere mal mit dem Hammer. Mal, hier hatte ich mich ja auch schon mal durchgegraben. Hier liegen ja noch die ganzen Steine rum. Ich habe dann irgendwie nicht weiter gegraben. Ich dachte, dass wir auf der falschen Fährte sind. Da ist ja noch hier ein Golem. So, aufpassen jetzt, dass nicht die Pikmin uns jetzt hier wieder irgendwie... So, ich mache mal in die normale Spitzhacke. Irgendwie hier sind wir schon... Meine, das müsste im Prinzip da irgendwo sein. Wir könnten jetzt mal uns eine Fire Resistance reinziehen. Da mal reinspringen. So. Dieses Portal, das muss doch hier irgendwo sein. Waren doch hier.
Ich sehe das jetzt. Was ist denn da hinten? Irgend so ein drachenähnliches Viech. Ist das doch wieder Alex Mops? Ich finde das auch nicht, ne? Fünf Minuten hätten wir noch. Oh. Na, mit den Viechern da bin ich mir jetzt auch nicht so sicher, was das da genau für welche sind. Nee, keine Ahnung. Das, ich finde das nicht. Ich meine, es müsste hier gewesen sein. So, 3 Minuten haben wir noch. Müssen wir wieder zurück. Das nützt nix. Da sind wir genau hier rausgekommen. Ja, nicht so einfach. Also schon wieder hier die Viecher hier. Na? Na gut. Müssen wir nochmal von der anderen Seite nochmal schauen. Das, das finde ich nicht. Das machen wir auch gleich, weil ich würde es ganz gerne hinbekommen. Hier falsch abgebogen. Dass wir die beiden Portale verbinden. Nee, das kann ja nicht so schwer sein, das zu finden.